Moin Moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man ein T-Shirt wäscht. Das T-Shirt besteht aus Baumwolle. So, dann kommen wir zum Befüllen der Maschine. Wir waschen die Kleidung zusammen mit der Buntwäsche. Alles rein damit in die Maschine. Die Buntwäsche fast alles, nur keine weiße und sehr helle Wäsche. Das sollte man vermeiden. Und zu damit! So, kommen wir zur Auswahl des Waschmittels. Das Waschmittel muss ein Color-Waschmittel sein. An der Seite steht immer drauf, wie viel ihr nutzen sollt. So, wir schauen uns das an. Wir haben hier die Wasserhärte, die könnt ihr bei euren Stadtwerken erfragen. Weich, mittel oder hart? In unserem Fall ist es weich. Dann kommt es noch darauf an, wie der Verschmutzungsgrad eurer Wäsche ist. Wir werden uns zwischen normal und stark aufhalten, ergo zwischen 85 ml und 145. Das müsst ihr aber wirklich immer beachten, was für eine Härte ihr habt, weil ihr seht, hier sind große Unterschiede zu vermerken. So, wir schauen hinein, holen uns das Waschmittel mit den mitgelieferten Messbechern heraus und bewegen uns an die linke Seite vor eurer Maschine zu diesem Fach, was man rausziehen kann. Die Einspülkammer wird herausgezogen und wir sehen drei Fächer. Das Fach mit der Nummer 1 ist die Vorwäsche. Das Fach in der Mitte, wo dieser Maximalpunkt angezeigt wird, das ist für den Weichspüler. Und links für, also Fach Nummer 2, links in unserem Fall, ist für unser Waschmittel. Da werden wir auch unser Waschmittel nun hereinschütten und kommen. Schön verteilen und kommen zum nächsten Thema. Kommen wir zum Weichspüler. Der Weichspüler macht eure Wäsche weicher und er hat einen tollen weiteren Effekt. Er macht sie duftend. So, wir gucken auch an der Seite, ist eine Dosierungsanleitung. Extra weich sind 55 ml, traumhaft weich sind 35 ml. So, wir wählen jetzt die super weich Version. Wir nehmen uns oben den Kopf ab. Das ist auch gleichzeitig der Messbecher. Dort füllen wir etwas herein. Ganz vorsichtig, bis er voll ist. Sehr schön. Nun werden wir das in unsere Spülvorrichtungsschublade kippen und zwar in die Mitte. So, hinein damit. Achtet darauf, dass dieser Weichspüler nur in die Mitte kommt und nicht zu eurem Waschmittel auf der linken Seite, weil nämlich dann gibt es Klumpen und die wollen wir vermeiden. Wir können jetzt auch noch mehr reinfüllen, wenn ihr super soft haben wollt, und zwar bis höchstens zur maximalen Linie. So, danach schließen wir die Einschubkammer und sind auch schon beim Einstellen. Kommen wir zur Auswahl unseres Programms. Wir haben ja Baumwolle drin, ergo nehmen wir Baumwolle. Wir drehen unseren Schalter bis auf 60 Grad, denn dort ist eine gute Reinigung und auch Desinfizierung der Wäsche gewährleistet. Dann sehen wir, er wird mit 1400 Schleudern Umdrehungen und er braucht 3,5 Stunden dafür. Damit sind wir auch schon durch mit den Einstellungen und können beginnen. Wenn ihr sicher seid, dass Wasser anliegt an eurer Maschine, wenn das nicht der Fall ist, solltet ihr euer Wasser noch aufdrehen, dann könnt ihr auf Start drücken und es beginnt zu spülen. So. Auf geht's, Wäsche wird schön sauber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun!